Tara kommt, wenn ich noch mehr trinke. Und jetzt sprechen wir über die Hausaufgaben von Klasse 2. Da geht es immer noch um die Idee des Schutzes. Es heißt Zuflucht in den buddhistischen englischen Büchern, aber Zuflucht ist nichts, was wir in der normalen Sprache verwenden. Das Einzige sind Flüchtlinge. Dharma-Flüchtling? Aber ich glaube, die bessere Übersetzung ist der Schutz. Im Kurs Nummer 2 geht es nicht nur um die buddhistische Zuflucht und den buddhistischen Schutz. In Amerika gibt es Schokoladenboxen, wo ganz viele kleine Kostproben drin sind. Also der Kurs 2 ist die Kostprobe für die Perfektion der Weisheit. Und in den ersten zwei Hausaufgaben geht es um Zuflucht, Schutz. Und in der dritten Klasse geht es um Bodhicitta. Deswegen werden wir jetzt das so als Hausaufgabe 2 fertig machen, bevor wir dann mit der Hausaufgabe 3 anfangen. Die erste Frage: Was ist die Definition von Zufluchtnahme? Und ich werde euch zuerst das Tibetische vorlesen. Das ist die technische Definition. Jemand anderer als du. Wird automatisch. All deine Hoffnungen darin reinlegen. Es ist ein Gefühl in deinem Herzen, dass wenn du ein Problem hast, an wen denkst du dann automatisch? Wir haben darüber gestern schon gesprochen. Wenn dein Haus brennt, Rang Dokpi heißt automatisch. Dann guckst du automatisch nach der Nummer der Feuerwehr. Weil das dann jemand ist, der dir hilft. Automatisch hoffst du sofort, dass sie dir helfen können. Wer ist der erste Mensch in deinem Leben? Mein Bruder, wenn ich ihn geschlagen habe, hat immer gesagt, ich werde es Mama erzählen. Das ist automatisch Zufluchtnahme. Weil er hat automatisch an eine Person gedacht, die nicht er selbst ist und hat seine ganze Hoffnung darauf gesetzt, dass diese Person hilft. Und das ist die Definition von Zuflucht nehmen. Automatisch legst du all deine Hoffnung in jemand anderen als du selbst, dass er dir hilft, wenn du Probleme hast. Das ist die Definition der buddhistischen Zufluchtnahme. Und das ist deine erste Hausaufgabenfrage. Und ich bin mir sicher, dass er sie richtig beantwortet.
Das zweite. Es gibt 5 unterschiedliche Arten, Zuflucht zu nehmen. Jetzt machen wir als die 5. Die niedrigste Form der Zuflucht, Dame. Automatisch denkst du, dass dir jemand helfen kann, wenn du Probleme hast. Wenn du stirbst und zur Hölle fährst. Diesen Gedanken hat jeder automatisch kurz bevor er stirbt. Es ist ein trauriger Witz. This is number 33 Lamrim Retreat. Das ist das 33. Lamrim Retreat. Tausende von Klassen hatten wir. Und dann schreiben mir Menschen E-Mails. Ich konnte nicht zum Retreat kommen. Aber ich habe jetzt Krebs. Kannst du mir bitte helfen? Ich möchte kein Käfer werden, nachdem ich gestorben bin. Kannst du mir helfen? Das ist Zuflucht. Da, jetzt nehmen sie Zuflucht. Und das wird als die niedrigste Form der Zufluchtnahme betrachtet. Du legst deine Hoffnungen in eine Person, von dem du hoffst, dass er dir helfen kann, wenn du Krebs hast und dann stirbst. Weil du nicht an einem schlechteren Ort wiedergeboren werden willst. Aber du brauchst denjenigen nicht mehr, weil du den Stift kennst. Viele von euch studieren, um ACI-Lehrer zu werden. Und du wirst das Vergnügen haben, dass du herausfindest, dass die Menschen nicht deine Klasse besuchen. 10 Jahre lang kommen sie nicht. Und dann schreiben sie dir eine E-Mail. Jetzt bin ich bereit, ich habe Krebs. Willst du mich unterrichten? Es tut mir leid, dass sie Krebs haben, aber trotzdem irritiert es mich. Ich seit 10 Jahren biete ich kostenlos Klassen an. Und du bist nicht gekommen. Und jetzt willst du Zuflucht nehmen. Du hoffst einfach, dass dir was helfen kann, nachdem du gestorben bist. Es gibt also 5 Arten der Zufluchtnahme. Und das ist die niedrigste von allen. Ich gebe auch das DCI-Teacher-Training. 3-mal im Jahr. Da unterrichten wir, wie man ein DCI-Lehrer wird. Die große Strategie hat 2 Teile. Und ich weiß noch, wie ich den ersten Vorschlag für das DCI-Lehrertraining geschrieben habe vor vielen Jahren. Ich habe es in 2014 geschrieben. Und ich habe einen reichen Mann um 3 Millionen Dollar gebeten. Und sie haben es auch gespendet. Und wir haben das College gebaut. Und es funktioniert. Ihr solltet kommen. Wenn ihr kommen wollt, im Moment unterrichten wir alles auf Englisch. Wir fordern ein TOEFL-Examen. Lucia war da.
we thought after we teach all 12 courses, pensamos que después de terminar, nachdem wir alle 12 Kurse unterrichtet haben, was insgesamt 4 Jahre dauert, dann würden wir gern Filialen eröffnen in unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel in Lateinamerika, in Guadalajara, ist immer schönes Wetter. Das wäre schön, hier auch eine Filiale zu haben. Aber es ist hochinteressant. Letzten Monat haben 10.000 Menschen DCI-Vorträge besucht. Es ist sehr, sehr berühmt inzwischen. Ich glaube, die nächsten 10 Jahre sind wir schon ausgebucht. Feste Termine vergeben. Aber dort sollen wir den Menschen nicht die niedrigste Form der Zuflucht beibringen. Mit den Geschäftsleuten sollen wir nicht erzählen, wie du Zuflucht nehmen kannst, 5 Minuten nachdem du mit dem Atmen aufgehört hast. Aber es ist viel wichtiger, als dein Leben lang Geschäfte zu machen. Dich fertig zu machen für die große Reise. Die ACI-Teacher können sich wirklich glücklich schätzen. Eine der ersten Klassen, die du unterrichtest, ist, wie du dich selbst beschützen kannst, nachdem du aufgehört hast zu atmen. Ich habe euch jetzt einen Diamond Deal gegeben. Was ist ein Diamanten Deal? Willst du ACI-Lehrer sein? Oder ist es ein DCI-Lehrer? Und du solltest sagen, ich mache beides. Und ich möchte euch herzlich einladen, wirklich beides zu machen. Und wir brauchen mehr Doktoren. Ich habe eine physische Grenze. Ich kann einfach nicht mehr wie 35 Städte im Jahr besuchen. Im Moment muss ich jede Stunde verhandeln. Kann ich 3 Stunden in Vancouver unterrichten? So ist meine Zeit bereits ausgebucht. Wir brauchen mehr Hilfe. Mach eines von beiden oder beide. Die zweite Art der Zuflucht. Die Menschen entscheiden sich. Mir ist es egal, ob ich als Mensch wiedergeboren werde. Du glaubst, dass es schwierig ist, ein Baby zu gebären? Aber das ist einfacher, als wieder ein Baby zu werden. Dein Kopf wird wieder zusammengedrückt. Ich habe mal eine Frau gefragt, wie ist es, ein Baby zu gebären? Geschela. Mach mal deine Hand sauber und dann nimm deine Oberlippe ziemlich fest und dann zieh es über deinen Kopf und genau so fühlt es sich an. Aber es ist auch schwierig für den Kopf, der rauskommt. Manche Menschen sagen, ich möchte nicht so ein Leben nochmal haben. Ich will nicht wiedergeboren werden, schon wieder in die Schule gehen und den ersten Freund und all das nochmal und nochmal und nochmal machen. Mir reicht das jetzt.
want to go to a place where everything is working. Ich möchte an einem Platz wiedergeboren werden, wo alles funktioniert. Ich will nicht in einer defekten Welt wiedergeboren werden. Das ist die zweite Art der Zufluchtnahme. Das ist das mittlere Level. Was war das unterste? Frag die drei Juwelen, wieder als Mensch geboren zu werden. Das ist die zweite Art der Zufluchtnahme. Bitte die drei Juwelen darum, nicht mehr in solchen Schwierigkeiten, wie wir jetzt haben, wiedergeboren zu werden. Hilf mir, in einer Welt wiedergeboren zu werden, wo es keine Probleme gibt. Welches ist die DCI-Zuflucht? Es ist niedriger als die beiden. Es ist tiefer als das unterste Level, das wir jetzt gerade besprechen. Was ist das noch tiefere Level? Ich nehme Zuflucht in drei Juwelen, damit ich viel Geld, Kinder und eine Frau habe, die ich irgendwann mal wieder verlieren werde. Das ist eigentlich eine total aberwitzige Bitte. Sophie, kannst du mir einen Kaffee machen, den ich nie trinken werde, den ich nie fertig austrinken kann? Das ist total verrückt. Aber das machen wir in DCI. Aber wir legen sie rein, weil wir ihnen den Stift beibringen. Ja, sie bekommen wirklich hohen Schutz. Und das ist die mittlere Kapazität. Wie groß ist deine Vision? Die unterste Vision ist, ich will nicht als Tier wiedergeboren werden. Die mittlere ist, ich würde lieber in einem Platz wiedergeboren werden, wo es keine Probleme gibt. Und die höchste Kapazität? Ich würde gern eine Person werden, die jedes andere Lebewesen und mich selbst beschützen kann. Das ist die dritte Kapazität oder die dritte Ebene. Und darüber haben wir gesprochen, als Anatol heute früh seine Frage gestellt hat. Ich habe deine Frage ja eigentlich gar nicht beantwortet. Ich glaube, eigentlich der Kern der Frage war, wenn du unendliche viele Lebewesen siehst, was ist denn dann genau die Anzahl? Er hat gesagt, dass ich gesagt habe, dass man eine Zahl benennen kann. Das ist eine große Debatte im Buddhismus. Es ist möglich, alle Lebewesen zu sehen und dass man sie nicht zählen kann. Das ist möglich. Du kannst jedes Lebewesen direkt wahrnehmen, aber du kannst sie nicht zählen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Jedes Mal, wenn du eine Frage nicht antworten kannst, nimm einfach den Stift in den Mund. Also wir haben drei Arten der Zufluchtnahme. Ich möchte, dass mich jemand, wenn ich sterbe, beschützt, sodass ich nicht als Tier wiedergeboren werde. Die zweite, ich möchte, dass mich jemand beschützt, wenn ich sterbe, damit ich nicht wieder in so einer Welt geboren werde. Und die dritte,
Ich möchte, dass mir jemand hilft, dass ich allen Lebewesen helfen kann, dass sie nicht wieder in einer Welt mit Problemen geboren werden. Und die nächste Hausaufgabenfrage. Ist es möglich für eine Person, alle drei gleichzeitig zu haben? Ja, klar. Im Lam Rim sprechen wir über die drei Ebenen der Motivation. Und es ist nicht so, dass du Nummer zwei ablehnst, wenn du Nummer drei erreichst. Es ist, die drei bauen aufeinander auf wie ein Hochhaus. Du bildest den ersten Stock und darauf baust du den zweiten Stock. Und dann baust du den dritten Stock auf den zweiten. Selbst ein Buddha hat die unterste Art der Zufluchtnahme. Ein Buddha wäre lieber kein Käfer, nachdem er nicht stirbt. Der Buddha würde gerne nicht mehr in so eine Welt hineingeboren werden. Und natürlich würde er gerne alle Lebewesen beschützen. Das ist ein Prinzip des Lam Rims. Es ist wie eine Leiter. Du gibst die unteren Teile des Lam Rims nicht auf, wenn du die höheren erreichst. Ich mag die Zufluchtnahme Nummer 4 und 5. Nummer 4. Wenn du die fünf Arten der Zufluchtnahme, fünf Arten sagst, die ersten drei gehören zusammen und die nächsten beiden gehören zusammen. Also wir haben die ersten drei besprochen. Ich möchte, dass mich jemand davor beschützt, von einer niederen Wiedergeburt, von überhaupt jeglicher leidender Geburt. Und ich möchte, dass mir jemand hilft, damit ich allen Wesen helfen kann. Und Nummer 4, nimm Zuflucht oder suche Zuflucht in jemand, der bereits ein Buddha ist. Das ist eigentlich die Art und Weise, die wir uns vorstellen, wenn wir von Zufluchtnahme reden. Du trinkst einen Kaffee, betest zu Tara, dass sie kommt. Sie ist bereits ein Buddha. $100 für Nummer 5. Sie weiß doch die richtige Antwort. Du versuchst einfach nur mein Geld auszugeben. Zuflucht in dich selbst. Du hast mir jetzt ungefähr eine $75 Antwort gegeben. Ich helfe dir noch ein bisschen. Ich gebe dir $25 Hilfe. Nummer 4. Nimm Zuflucht in eine Person, die bereits ein Buddha ist. Nimm Zuflucht in den Tag, an dem du ein Buddha wirst, an dem du selbst ein Buddha wirst. Honey, wo ist das Geld? Warum hast du es? Ich mag die. Das ist die, die du im Badezimmer auf der Arbeit verwenden kannst. Ich habe da darüber schon gesprochen. Ich habe eigentlich erwartet, dass jeder von euch die Antwort weiß. Es macht richtig Spaß.
wenn du echt einen harten Tag hast auf der Arbeit oder du streitest mit deinem Ehemann in der Kirche und du hast vergessen, nicht in die Küche zu gehen. Ich habe was rausgefunden. Selbst in unserem Diamantenunternehmen hatten wir Treffen von den Vizepräsidenten, manchmal 5-6 Stunden. Und wenn du es nicht mehr ausgehalten hast, dann konntest du immer aufstehen und sagen, ich muss mal auf die Toilette. Und nie hat irgendjemand aufgehalten. Und alle haben gesagt, geh. Und es ist eine wunderbare Zeit, um Zuflucht zu nehmen. Du solltest 6-mal am Tag Zuflucht nehmen. Und dann gehst du einfach 6-mal am Tag auf die Toilette. Egal, ob es eine Nummer 1 oder 2 ist für die Jungs. Und bitte um Hilfe. Und das Coole an der Nummer 5 ist, hey, Bruder Mike, hallo, zukünftiger Bruder Mike, ich brauche Hilfe hier, echt ein total schlechter Tag heute, kannst du mir Schutz geben? Und dieser Buddha kann dich jetzt sehen. Und du kannst um Hilfe bitten. Und ganz merkwürdige Dinge werden geschehen. Du wirst eine sehr ungewöhnliche Stärke bekommen, wenn du Probleme hast. Du kannst die zukünftige Nur-Buddhine um Hilfe bitten. Sie mag dich. Deswegen wird sie dir helfen. Es macht Spaß und es funktioniert. Du wirst inspiriert werden. Du wirst Antworten finden. Und sie wird dir die Antworten schicken. Es ist sehr merkwürdig, aber auch ziemlich cool. Lo siento por decirles que apenas terminamos la tarea 2.